Weidmanns Heil. Eben, ne, der Förster macht die Regel. Heute sind wir wieder mal am Start mit GTA 5, Teil Nummer 2. Ich wollte eine Vorwärtsrolle machen. Das war jetzt geil, das wusste ich ja noch nicht mal, dass das kommt. Das war eine Begrüßung vom lieben Schengerino, der euch ganz, ganz lieb hat. Ach ja, also, der Schengerino und ich haben uns heute gedacht, wir gehen mal, wir gehen mal da hoch und zwar mit unserem Quad und dann springen wir damit runter. Ja, wir gehen mit einem Quad hoch, wir nehmen es auf dem Rücken und tragen es hoch. Ist ein bisschen schwer, aber das müssen wir schaffen. Wir müssen. Moment, ich will doch meinen Partner-Style, Partner-Look-Helm aufsetzen. Jetzt geht's los. Folgen Sie mir. Einem anderen Weg. Ja, das letzte Mal, wisst ihr ja noch, da haben wir eigentlich großteils nachts aufgenommen. Das wollten wir ja selber nicht, aber in dem Fall haben wir jetzt extra gewartet, bis es mal hell wird. Wir wollen alles. Alles, was wir machen, ist immer geplant. Also, alles Profi-Arbeit. Genau. Ach ja, in der Zeit, wo wir jetzt hier nach oben düsen, haben da Schenguino und ich in dem Fall zwei Themen vorbereitet. Und zwar ging es einmal um etwas, was Schenguino euch gleich erzählen wird. Und dann werde ich noch ein zweites Thema ansprechen. Also Schenguino, dir sei wohl jetzt das Wort eröffnet. Ihr könnt euch gefasst machen auf ein wunderschönes LPT, Let's Play Together, mit uns beiden und ich komme den scheiß Berg hier nicht hoch. Ich komme gar nicht hoch, ich fall wieder runter. Nein! Moment, ich mal mit hey, Sprungschanze. Also hier geht's schon mal nicht. Was ich ursprünglich sagen wollte, Baum, ist, dass wahrscheinlich demnächst Killzone 3 von uns beiden together wird. Also wir beide zocken die Kampagne durch. Eventuell auch Multiplayer. Darauf ja, der Schengrino und ich, wir sehen uns irgendwann endlich mal wieder und da wollen wir wohl gleich für mich das Spiel noch kaufen, was der Schengrino ja schon in Besitz hat. Und ich liebe es, ich heirate es. Jetzt musst du mir nur sagen, wie lang die Story sein wird, weil das wird ja alles aufgenommen wahrscheinlich. Ich sag mal so COD-Style. Ja, okay, das ist möglich. Aber wir düsen ja mit dem Quad rum, das ja, hat ich was. Will. Ui. Rolle, 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 roll mein Quad. Aber wenn das jetzt kaputt geht, na dann. Ja, dann ist es kaputt. Ich suche gerade einen Weg hier hoch, weil. Ja, hier, perfekt, perfekt. Sagen Sie mal, haben Sie Ihren Quadschein im Lotto gewonnen? Ihren Quadschein, ja. Sie fahren ja wie bei GTA. Ja, genau. Ich fahre ja wie in GTA. Oh Gott. Ach ja, und das zweite Thema wäre nämlich, in dem Fall sind aber der Schengrin und uns, ja, schön, wunderbar, ne? Wir uns noch nicht, ich bin wieder runtergerutscht, Entschuldigung. Wir sind uns da wirklich noch ziemlich uneinig, und zwar geht es um das Days at Standalone, weil wir beide nicht ganz wissen, ob wir uns es zulegen werden. Es ist... Alter! Ja, danke! Nein! Du hast meinen Kopf zermatscht. Ich weiß nicht, warte, ich muss deinen Quad anhalten. Ich weiß, es ist nicht viel drin, aber trotzdem musst du es kaputt machen. Ich muss deinen Quad anhalten. Ja, schön, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich muss erstmal auf einen Selbstfindungstrip. Ich sehe was. Ja, sag mal, wann hält denn das endlich mal an? Ja, ich sehe es, wie es... Ich sehe es. Ich sehe, wie es hier runterpurzelt. Ja, wir haben laufend Unterbrechungen. Daher, sprich weiter. Ja, also in dem Fall ist es wirklich ziemlich schwierig, weil im Endeffekt ist es wieder Chernobyl. Wir wissen nicht, wie man dort einen Server aufsetzt, ob das jetzt wieder auf schwierigen Wegen ist, wie in unserem Arma 2 DayZ. Oder es wird halt einfacher, das wissen wir ja auch nicht. Und dieses Risiko einzugehen ist wirklich ziemlich hoch. Noch zumal, wir haben wieder Chernobyl, was ja optisch jetzt ein bisschen aufgepimpt wurde. Die Grafik soll ja besser sein, trotz niedriger Systemanforderungen gegenüber, das muss ich noch sagen, Arma 2. Weil wenn man sieht, was Arma 2 oder DayZ in dem Fall an Grafik schluckt, das ist schon krass. So Weg, weil es so kann ich nicht arbeiten. Ich finde keinen Weg. Warte mal. Das ist erstmal so ein kleiner Trip. Wow, das ist geil. Das ist episch. Wow. Fuck. Ja, nein, oh. Was war das denn? Der ist jetzt mit den Eiern so voll aufgekommen auf diesem Quad und fupp. Ich habe gerade Auszeichnung Luftikus bekommen. Aber das Problem ist, wo ist jetzt mein Quad? Moment.
Ich weiß, wo es gelandet ist. Steigen Sie auf, Thaddäus. Ja, das geht ja nicht bei einem Quad, das ist ja das Problem. Ist das dann, weit folgen weg? Sie. Dann folgen Sie mir, Thaddäus. Nö. Irgendwo hier, dachte ich. Scheiß Quad. Quad, ah, dort. Hier, ich hab's gefunden. Boah, schön, zum Glück. Schon fast jetzt, schon fast Sorgen gemacht. Warte mal, wir fahren mal kurz auf die Straße, weil ich weiß ungefähr, wo es einen Weg hochgeht. Wo es ein Hochweg geht, genau. Hochweg geht. Ein Weg hochgeht. Muss ich mal ganz kurz auf die Map eingucken. Du Scheiße. Hey, hey, hey. Oh, oh Mann. Das ist manchmal. Das Handling dieses Gerätes ist nicht ganz so einfach, wie man denkt. Ja, es kann ein kleiner Weg kurz sein. Wir müssen nämlich auf die andere Seite, also auf anderen Highway. Folgen Sie mir einfach, Thaddäus. Danke für Ihren Finger, den finde ich so erregend. Bist du Affe. Wir cruisen. Wir schmusen. Na, nee. Cool. Nee, das war I. Alter, ich glaube. Kommen Sie. Ja, ich muss noch Country-Musik einschreiben. Oh, bin ich dabei. Auch wenn es niemand hört, aber ich will auch das Feeling haben. Stein. Wobei dann dieses Lied gerade wirklich für den Arsch ist. Ja, ich höre gerade keine Musik, weil ich mich mal ins Gebüsch gelegt habe. Ich fand es so... Ich wollte so naturnah sein. Naturnah. Die Flora und Fauna. Ja, ich habe deinen Finger schon gesehen. Willst du mir deinen Nagellack zeigen oder was? Ja, oh, ich habe doch extra eine neue Sommerkollektion aufgelegt. Sommerbrise. Naja, in dem Fall eigentlich frische Winterbrise, aber naja, das ist ja hier draußen bei uns. Bei anderen Leuten ist es jetzt gerade anders. Es kommt drauf an, wann diejenigen das angucken. Das war wie bei unseren Minecraft-Videos. Es kommt immer drauf an, wann wird es angeschaut. Und wie. Es kann ja sein, dass jemand auf der Toilette sitzt, dann ist ja eigentlich den scheißegal, welche Witterung ist. Ui. Wow, oh, ja. So, weil hier müsste irgendwo Weg sein. Ah. Au. Du gibst den Weg vor. Nein, ich bin wieder von meinem Quad gefallen. Oh. Momento, please, so. Momento. Momento. Fahr mal kurz den kleinen Feldweg hier. Ah! Ich hab's geschafft. Überlebt. Weil ich hab hier mal ein Fahrradrennen runtergemacht und ich bin dann hier unten angekommen. Mit ein paar Schrammen. Aber wir fahren doch eigentlich gerade gar nicht auf den Berg drauf, oder? Wir ja, ich suche ja gerade den Feldweg hoch. Ja, die Folge können wir dann die Suche nach dem Berg oder so nennen. Das ist ja... Warte mal, wir fragen mal nach dem Weg. Können die uns helfen? Offensichtlich nicht. Nö, die hauen sich gleich weg. Nur weil wir fragen, haut sie gleich weg. Das ist, fand ich mir lustig. Also... Jetzt geht's immer weiter nach unten. Ja, ich suche ja gerade hier. Ey, wir können auch die. Uah. Ich weiß ja ungefähr, wo es einen Weg hochgeht. Gibt. Sprachfasching over 9000. Ich komme ja nicht hoch. Weil hier ist es ja Feldweg. Und irgendwie, irgendwo, ich glaube, ich weiß wo lang. Jetzt. Ja. Hier geht's hoch. Stein. Papier, Stein, Schere. Ach, hier. Finde das erstmal. Das Schöne ist, dass die Autos, dass die Quads nie als gestohlen zählen, obwohl wir die einfach nur vom Strand mitgenommen haben. Das ist gut. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Na, weil. Ja, Julia, bei mir kamen die Bullen, ne. Ja, geil, ich kann wieder einen Weg runterrennen. Warte, ich halt's auf. Mobbing, Diskriminierung, nur weil ich schwarz bin. Bin ich zwar nicht, aber ich... Ich glaube, wenn wir so weitermachen, kommen wir da oben nicht an. Komm oben an. Okay, das Quad fährt gerade so schnell, wie eine Oma läuft. Eine Running Oma. Scheiße. Es ist möglich, da hochzukommen, das möchte ich jetzt mal nicht vergessen. Ist es auch. Ah, Stein. Hier geht's irgendwo lang.
Also ich, manchmal denke ich, Autos haben mehr Power beim Hochfahren, weil... Wobei das ein Geländefahrzeug ist, ne? Ich versuche immer mal so ein bisschen so schräg hochzufahren. Ja, das funktioniert auch. Sehe ich gerade bei mir. Ja, ja. Wo ja, ist Stein? Und wo oh. jetzt lang? Einfach mehr von mir nach. Ich bin deine Nase, immer der Nase nach. Ah, das tut weh. Oh, verdammt, ich bleib stehen, warte mal. Ich weiß zwar nicht, wie du es da hochgeschafft hast, aber... Wie schon gesagt, ich bin Batman. Oh Gott, das ist... Ah, ich mache immer so Schlänge. Das Schöne war, im Singleplayer hat mich mal ein Puma vom Fahrzeug geholt. Naja, besser eigentlich... Hat mich ein Stein vom Fahrzeug geholt und der Puma hat mich dann abgeholt. Oh fuck! Nein! Nein! Ich bin am Baum hängen geblieben und bin tot. Ja, genau, Selbstmord. Ich bin runtergefallen, du Affe. Nee, da steht trotzdem, dass du gestorben bist und ich hatte den leichtesten Ausweg gewählt. Ah, ich glaube, ich mache gerade eine Wanderung hier hoch, weil mein Quad ist jetzt irgendwo scheiße. Ja, jetzt fällt er auch noch den Berg runter. Geil! Master of Disaster. Nein, 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 Mama. Ich fall grad. Ach du Gott. Au, aua. Ich überfall, du Arsch. Alter, wo sind wir? Das nächste Mal müssen wir mit dem Cargo Bob uns dingsen. Machen wir jetzt eine Wanderung. Ja, aber wie? Eigentlich ist das gerade ja unspannend für die Zuschauer. Scheiße. Habe ich Fallschirm? Ja, wir könnten jetzt versuchen, irgendwie wieder runter zu kleiden. Das ist doch nicht wahr. Warum ich? Immer ich. Habe ich ein Pech. Ja, ich versuche gerade, Fallschirm auszupacken. Aber, warte mal. Nee, das ist... da oben von dem ersten Stein wäre es schon möglich, aber es ist ja nie hochzukommen. Das weißt du noch, wo wir uns ja mal immer so selbstmörderisch runtergesprungen, in den Tod gestürzt haben. Da war doch genau das gleiche Problem. Ja. Man kommt ja nicht hoch. Also bestimmt gibt es irgendwelche Cracks, die das machen. Ich bin hier mal hochgefahren. Das ist doch Mobbing. Diskriminierung. Wie machen wir das jetzt am beklopptesten Mal? Ja, treffen wir uns unten. Der Weg nach unten zu rollen ist ja irgendwie am einfachsten, weil ich roll gerade. Nicht nur du. Oh, dass er das überlebt hat, das ist wirklich Respekt wert. Eier aus Stahl. I have balls of steel. Penis. Ach Gott. Na, dann noch wie in der Sette oder in Arma die Beine brechen. Das fehlt noch. Das fehlt dann noch. Das war irgendwie lustig, weil da kannst du wirklich im Online-Modus auf dem Leute trollen. Aber dann die Selbstmordfunktion gibt es ja hier in dem Spiel. Das ist cool. Das habe ich mir bei GTA ja immer gewünscht. Fall das Problem an der ganzen Geschichte. Wie wär's, wenn jetzt hier unten ein Quad liegt? Oh, Zug! Ich will draufspringen! Das schaffst du locker, aber ich nicht mehr. Nee, ich komme ja den kleinen Hügel gerade nicht hoch. Ich bin drauf. Ich will einfach. Komm, spring wieder runter. Schnell zur nächsten Straße, aber. Na gut, wir haben uns wieder gefunden. Selbstfindungskurs. Schnappelpup! Okay, das ist krass. Jetzt soll ich dir mal was sagen, unsere 14 Minuten sind jetzt rum. Aber wie macht man denn das da jetzt am beklopptesten Mal? Das wäre eigentlich sonst eine langweilige Folge. Also wir müssen eigentlich wär's dafür, dass man vielleicht noch... Auto klauen, Cargo Bob am Trevor seinen Flugplatz holen. Okay, aber das wird dann ziemlich lang. Na wieso, ist das so weit weg? Ja. Soll ich Bugatti rufen? Sind wir schneller unterwegs. Im Wald kannst du ja mal versuchen, Bugatti. Bugatti! Ne, wieso, hier vorne ist doch Straße. Ja, ich versuche jetzt... Na gut. Ich weiß nicht, wie weit ist es denn entfernt? Warte, ich gucke gleich mal, wenn wir es geschafft haben, warte mal. Aber das wird doch wohl zu schaffen sein. Ich meine, das rufe ich Auto, da sind wir noch schneller unterwegs.